So, 3, 2, 1, willkommen bei The Room 3. Und wir sind in der letzten Folge. Nein, Quatsch. Das hier ist Folge 7. Und in der letzten Folge hatten wir das Kapitel 1 abgeschlossen. Und haben jetzt eine zweite Pyramide. Die werten wir jetzt mal hier auf das Pyramidendreieck legen, setzen. Sie spielt Kreisel. Und damit geht's dann weiter. Klicken wir mal an. Wir können hier drehen. Wow, wow, wow. Ich kann oben drehen. Ich kann unten drehen. Aber dreht sich alles, dreht sich alles. Okay. Wie müssen wir es ausrichten? Oh! Wartet. Wenn ich das so mache, muss ich nur noch unten passend. Da, das sieht doch gut aus. Eine weitere Tür. Mal rein hier. Schon wieder Elektrik. Ah, was ist das? Ein Wahrsagecomputer? Maggie? Achso, komm her. Was stand da? Nochmal. Ich hab nicht aufgepasst. Was sollte ich machen? Ich hab doch nicht aufgepasst. Schleier heben geht nicht. Nee. Hier tut sich erstmal nichts. Okay, was haben wir noch? Schon wieder so ein Oszillograph. Okay, dann brauchen... Oh, Moment, hier ist erstmal eine Rolle. Faszinierend. Da bist du. Fleisch und Blut. Die Existenz scheint dir erstaunlich leicht zu fallen. Was? Die Existenz? Was, was, was? Hilfreich, diese Eigenschaft. Meinen bisherigen Lehrlingen wohnte sie betrüblicherweise nicht inne. Vielleicht ist meine Seele tatsächlich endlich erfolgreich. Meine Suche. Oh Gott. Ich kann schon wieder nicht mehr lesen. Diese Bibliothek gleicht keiner anderen in der Welt. Doch ich rate dir, deine Neugier zu zügeln. Wie überall in Greyholm lauern auch hier Dinge, die keiner nasenweisen Fingerlein mögen. Die keine nasenweisen Fingerlein mögen. Verschwende nicht deine Zeit.
Moment. Ja, waren hier nicht immer Schubkästen dran? Nein. Machen wir hier erstmal Strom. Okay. Minus, plus, minus. Plus. Das kann nicht sein. Warte, hier muss doch was fehlen. Plus, minus. Da. Ja, das so. Plus müsste auf Minus gehen. Kann ich die Hebel drehen? Nein. Zwei Hebel. Wow! Alles klar. Da war ich jetzt selber überrascht. Guck's mir nochmal an. Nee. Leider nicht, okay, also unten zwei, ja. So, der Strom geht darüber. Dann folgen wir mal dem Kabel, das geht nach oben. Oh Mann. Der Raum scheint ein wenig größer zu sein. Great Khan. Pyramide. Kein Gesicht. Objekt gefunden. Okay, ein Würfel. Kann ich den öffnen? Nein. Hier ist auch nichts. Da ist eine Kugel. Okay, schauen wir mal hier zu dem guten Gerät. Da müssen wir doch nur einen Stecker umlegen. Jetzt geht draußen das Licht an. So. Kabel geht nach unten. Und dann mal runter. Oh, da ist ja. Kann ich Musik machen? Ich erkenne keine Möglichkeit, das Gerät zu bedienen. Schade. Und was ist das? Eine Klingel? Ein Telefon. Scheint nicht zu funktionieren. Ach, wie schade. Ich weiß zwar noch nicht, wo man reinspricht, aber zumindest hören könnte man. Also oben klingelt's. Abheben. Ah ja, gut. Vielleicht irre ich mich auch komplett. Was ist das? Ja. Diesem Wunsch scheint ein bestimmtes Buch zu gehören. Ja, ich habe noch kein Buch. Ach, muss ich hier Bücher suchen dann? Okay, gehen wir erstmal hier an das gute Gerät. Das war ja beim letzten Mal auch extrem spektakulär.
Hier fehlt der Zeiger. Oder bin ich jetzt ganz blind? Ich habe keinen Zeiger gesehen. So. Oszillograph. Was ist das für eine Bedienung? Kann ich irgendwas machen, damit ich rückwärts drehe? Einen Würfel hier drauf tun? Nein. Okay, irgendwie. Erscheint. Ich hätte mich zwar gern noch hier weiter umgeschaut, gerade wenn ein Buch fehlt. Entweder ist das nur irgendein Easter Egg. Oh, das sieht nach einer großen Turmuhr aus. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Kann ich jetzt sagen, dass ist nicht verbunden. Ich möchte zurück in den anderen Raum. Okay, auf dem Boden umschauen. Hier ist ein Brief. Fangen wir mit dem Brief wieder an. So, öffnen. Was ist dir die Zeit? Mein Urgroßvater errichtete einst diesen Turm. Doch dann war seine Zeit doch knapper bemessen als erwartet. Zur letzten Mitternachtsglocke wird der Weg sich dir offenbaren. Fürwahr, ein wenig dramatisch. Doch unsere Ahnen verstanden mehr, als ihnen bewusst war. Im Kreislauf unserer Welt gibt es Augenblicke, da sie ihren Nachbarn ungeahnt nahe kommt. Okay. Schöne Uhr. Kein Ziffernblatt. Hier kann ich was schieben. Öffnen. Leere runde Fassung. Ich glaube, da fehlt etwas. Ja, ein Ziffernblatt und ein paar Zeiger. Ein kleiner Metallpfeiler. Achso, was haben wir noch? Klicken wir mal oben drauf. Okay, da wäre sogar schon die Pyramide. Okay, den Griff kann ich nicht mehr hoch machen. Metallpfeiler haben wir hier. Zack. Öffnen.
Was ist das? Eine Art Grundriss? Das kann ich schieben. Oh, was zum Reinschauen. Gut, dann ein Blick in den Turm. Eieiei. Was geht hier vor? So. So würden die reinpassen. Und nun? Ach so, jetzt habe ich den Metallring gefunden. Okay, mehr geht hier nicht, oder? War das nur der Verschluss für den Metallring? Kann dieses große irgendwie drehen, ja, wahrscheinlich mit dem Metallring. Na, ein bisschen gerade rücken. So. Scheint eine Art Fassung. Schauen, ist da sonst irgendwas? Nein. Okay, wie sieht's hier aus? Ah, ein Kurbelgriff. Okay, der Raum läuft bis jetzt hier extrem leicht. Der Griff hat sich aus der Fassung gelöst. Okay, den haben wir zurück. Nochmal anschauen. Der dient wahrscheinlich auch als Zeiger. Zwei Zeiger, keine Ahnung. Gut. Von welcher Seite schaut man sich das Ding an? Probieren wir es mal so. Kurz, kurz würde ich sagen. So. Kleines Stück noch. So. Kurz, kurz, lang. 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 Ach so. Okay. Schalter umschalten und... Wir sind raus aus dem Turm. 3 Pucks, 4 Pucks. Die kann ich wohl nicht so direkt schieben. Ah, das ist ja schick. So hoch. Mist. Verdammt, okay. Runter. Rüber. Runter. Rüber.
Runter, ich pack den hier drüben rein. Hoch. Erster. So, damit beende ich erstmal diese Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Serumsri. Tschüss, ciao, bye bye.